Motorsteuergerät und Tachoeinheit-Ausbau beim Ford Mondeo. Der Tacho zeige ich gleich, der ist drin, ist ja klar. Und das hier ist das Motorsteuergerät. Hier sind zwei Schrauben und oben mittig ist noch eine drin. Dafür muss die Domlagertraverse ausgebaut werden. Die ist jetzt hier ausgebaut, auf der Stelle zu sehen. Und das Steuergerät, wenn es ausgebaut ist. Dafür muss man das Handschuh ausbauen. Hier unten drin ist das Steuergerät. Da ist noch Zusatzfunktion und da ist das Steuergerät, Motorsteuergerät. Und hier bei dem habe ich auch den Tacho ausgebaut. Tachoausbau muss man hier unten das Armaturenbrett abschrauben. Das sind die beiden Schrauben hier. Und dann unten noch drei Schrauben. Die sind dann hier dran. Dann kriegt man die Verkleidung runter. Aufpassen, da ist der Innenraumtemperatursensor. Falls man eine Klimatronik hat oder Klima, dann ist der auszustöpseln. Nicht, dass man den kaputt reißt. Und hier oben drauf ist die Lenkradverkleidung. Das hier alles nur geklipst. Muss man aufpassen, dass man nicht mit dem Schraubendreher alles vermackt. Die klappt man dann hoch und dann kann man unten sehen, in dem Fall sind die hier schon abgerissen. Die beiden Halterungen hier vorne direkt unterm Tacho, das ist diese und diese da. Und hier vorne noch zwei, die und die. Das sind alles die Schrauben, die jetzt hier unten liegen. So, und dann kann man das alles so rausziehen und von hinten runter gehen und den Tacho nach vorne rausdrücken. So, und dann kriegt man den ganz einfach ausgebaut. Die ganzen Sachen hatte ich jetzt draußen, den Tacho und das Steuergerät habe ich alle Lötstellen nachgelötet. Da waren ein paar kalte Lötstellen dabei und hoffentlich, dass es nur das Problem war, weil der Wagen startet halt nicht oder geht während der Fahrt aus.